Cello, meine Damen und Herren, hast du zufällig Bock auf ein CSGO-Turnier? 2-on-2 Wingman? Wir veranstalten am 21.12., also nächste Woche Dienstag, das nächste CSGO-Turnier. Bezüglich der Anmeldung müsst ihr aufpassen. Ihr habt jetzt noch bis Freitag Zeit, also bis zum 17., glaube ich, Zeit, euch anzumelden. Danach geht's nicht mehr. Also bis Freitag kann man sich anmelden. Hayabina! Nach der Anmeldung werden die Teams von uns zusammengestellt. Wir werden die Teams wahrscheinlich wieder einzeln anschreiben, aber auch auf Discord die Teams auflisten. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr euch auf Faceit anmeldet, beziehungsweise bereits angemeldet seid, denn wir tragen das Ganze auf Faceit aus und dann müsst ihr euch dort ein Team machen. Keine Sorge, die ganzen Infos findet ihr auch nochmal bei uns auf dem Discord-Server im Channel-Turnier. Ist alles hier unten verlinkt, schön rankommen. Ich zeige euch aber trotzdem direkt zwei wichtige Dinge, an denen es letztes Mal bei zwei Teams gehangen hat. Erstens, ihr erstellt euch, wenn ihr auf Faceit seid, ein Team, wenn ihr dann eben euren Kollegen wisst oder kennt. Das geht hier unten links, direkt hier über meinem Kopf, da geht ihr auf Plus und erstellt dann einfach ein Team. Und wenn ihr das erstellt habt, könnt ihr dann ab einem gewissen Schritt einen Mate dazu holen. Ihr verbindet euch natürlich auf Faceit irgendwie. Ihr könnt den anderen ja fragen, hey, wie heißt du auf Faceit? Und dann, ne, macht ihr ein Team und da seid ihr dann zu zweit drin. Denn erst dann, wenn ihr dieses Team erstellt habt, könnt ihr euch bei uns im Turnier anmelden. Diese Anmeldephase findet nach Freitag statt, keine Sorge. Bis Freitag erstmal nur die reine Anmeldung als User, damit wir euch dann als Teams aufstellen können. Danach gibt es dann, das ist wie gesagt auch alles auf dem Discord beschrieben, diese Anmeldephase. Da müsst ihr eben euer Team dann bei uns im Tournament anmelden und dann wird es später nochmal eine Check-In-Phase geben, in der man dann nochmal schlussendlich sagt, yo, ich bin jetzt soweit. Und was jetzt noch halt ultimativ wichtig ist, ihr müsst Faceit Anti-Cheat am Start haben, also installiert haben und auch anhaben am Spieltag. Ich mache meins mal eben an, so. Man kann auch hier unten auf Anti-Cheat klicken, aber ich habe es halt schon installiert, deswegen gehe ich einfach in meinen Windows-Start und klicke dann da auf Faceit Anti-Cheat. Dann geht es an und das sieht dann, Moment, so aus, wenn ihr noch nicht ganz angemeldet seid. Jetzt klicke ich halt da drauf. Yes. So, und dann ist es an. Also, euer Faceit Anti-Cheat sieht bitte so aus, wenn ihr am Turniertag den PC anmacht und dann halt langsam alles hochfahrt. Guckt, dass euer Anti-Cheat an ist. Weil wenn das dann, sobald ihr spielen müsst, nicht an ist, dann könnt ihr nicht spielen. Unseren Discord-Server werde ich, wie gesagt, auch verlinken. Dann klickt ihr einfach hier auf Turnier und kommt dann hier an. Und hier lest ihr dann bitte einmal alles durch. Keine Sorge, ist nicht viel und vor allem halt nur der wichtige Kram. Zum Beispiel, wann die Check-In-Phase und so weiter ist. Und wenn ihr alles durchgelesen habt, könnt ihr euch dann anmelden. Wie das geht, steht auch hier drin. Und ja, ihr habt sicherlich schon im Titel gelesen, dass es wieder ein Preisgeld gibt. Es wird wieder Gewinne von insgesamt 100 Euro geben. Also Platz 1 wird was bekommen, Platz 2, Platz 3 und Platz 4 natürlich Stück für Stück fallend, also kleiner werdende Gewinne. Und dann gibt es noch einen Random-Gewinn einfach an ein Team, das mitgespielt hat. Das ist natürlich der kleinste Gewinn, aber dennoch kann man auch was gewinnen, wenn man jetzt nicht gerade der stärkste oder krasseste Spieler ist. Eure Gewinne könnt ihr dann hier auf Skin Baron einsetzen, also ihr bekommt Skin Baron Gutscheine als Gewinne ausgezahlt und dann könnt ihr euch hier halt einfach irgendwas einkaufen. Ihr seid zum Beispiel jemand, der, komm, wir sagen mal 20 Euro gewonnen hat, ne, zack, und dann wollt ihr gucken, was es so für 19 bis 20 Euro gibt, ja, und dann könnt ihr hier mal reinglotzen. So ein leckerer AWP Deutsch. So ein leckerer AWP Wildfire. Also Leute, in die Videobeschreibung gehen, auf Discord klicken, alles durchlesen, sich danach dann anmelden, dann warten, bis die Teams zusammengestellt sind, danach dann mit dem Teammate kontakten, dass ihr wisst, wie der andere heißt, wenn es überhaupt ist, dass ihr vielleicht auch noch ein bisschen trainieren könnt, wenn ihr wollt. Dann auf Faceit ein Team machen, danach den Kollegen ins Team einladen. Ihr müsst halt abklären, wer das Team machen soll. Einer ist dann halt der Teamleader, der andere der Member. Und so weiter und so fort. Ihr findet, wie gesagt, alles auf Discord, also alle Informationen. Und was natürlich noch ganz wichtig ist, Leute, denn wir wollen ja auch möglichst viele Leute am Stiesel haben. Ich werde dazu noch einen Tweet raushauen und auf Instagram vielleicht auch noch was machen. Und wenn ihr wollt und könnt, könnt ihr das natürlich gerne teilen und die eure Kumpels anschreiben und sagen, ey, Alter, guck mal da, ein Turnier, wow. Ach so, und falls noch jemand was geben möchte zu diesem Turnier, also Skins zum Beispiel, die ihr dann an den Erstplatzierten und an das erstplatzierte Team raushauen will oder zweitplatzierte Team und so weiter, kann man das gerne machen. Den Trade-Link schreibe ich euch auch in die Videobeschreibung. Ihr müsst mir nur beim Trade dazu schreiben, für wen es dann ist. Und im besten Fall, wenn es möglich ist, halt zwei Sachen. Wenn ihr Team 1 beschenken wollt, dann nicht nur eine Dragonlore, sondern zwei, wisst ihr, was ich meine. Gut, Leute, dann klatsche ich ab und geht in den Livestream. Ihr könnt gerne dazukommen. 18 Uhr startet die ganze Chose. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne da auch nochmal eine Frage stellen. Wobei Discord eigentlich alles geklärt haben sollte. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.